Hallo und herzlich willkommen bei plusaudiocheck.tv. In diesem Video erkläre ich den neapolitanischen Sextakkord. Wenn im Musikunterricht Harmonielehre dran ist, kann es gut sein, dass einem der neapolitanische Sextakkord über den Weg läuft. Beim ersten Hören klingt der häufig sehr ungewohnt und schwer nachvollziehbar. Deshalb schauen wir uns in Ruhe an, wie der Neapolitaner, wie man ihn auch kurz nennen kann, zustande kommt. Die Kadenz ist vielen sicher geläufig. Von der Grundtonart in der Tonika aus wird Spannung aufgebaut, zunächst über die Subdominante. Dann wird die Spannung mit der Dominanten erhöht und dann schließlich wieder mit der Tonika aufgelöst. Der neapolitanische Sextakkord erhöht die Spannung noch um ein Vielfaches. Erster Schritt. Wir nehmen uns den Akkord mit Subdominantfunktion vor, denn nur hier kann der Neapolitaner in der Kadenz vorkommen. Wir starten mit der Terz, in diesem Fall F-Dur, also dem A. Das wird abgesenkt zu Ass. Aus der großen Terz wird also eine kleine Terz, aus F-Dur wird F-Moll. Auf schlau heißt das dann, der Ton wird tief alteriert. Alterieren kommt vom lateinischen Wort alter, das war aber nicht die römische Jugendsprache, das heißt einfach nur ein anderer, in diesem Fall also ein anderer Ton. Zweiter Schritt, jetzt muss die Quinte dran glauben, die wird einfach rausgeschmissen. Oder wie Donald Trump sagen würde, you're fired. An die Stelle der Quinte tritt jetzt eine Sechste, schließlich ist es ein neapolitanischer Sextakkord. Nun wird auch noch diese Sechste tief alteriert, das D wird zum Des, die große zur kleinen Sechste. Und das war's dann tatsächlich erstmal auch schon. Der neapolitanische Sextakkord ist fertig. Nochmal kompakt, die Terz tief alterieren, Quinte raus, Sechste rein und die auch noch tief alterieren. Wenn man nun also vor dem Test sitzt und weiß, irgendwo hier hat der Lehrer einen Neapolitaner versteckt, wonach suche ich dann? Auf keinen Fall sucht man nach irgendwelchen Vorzeichen. Es kann sein, dass hier im Neapolitaner zwei Bs entstehen, das muss aber nicht sein. Neapolitaner bedeutet nicht gleich zwangsläufig viele Vorzeichen. Hier in der A-Dur-Kadenz zum Beispiel gibt es im Neapolitaner in der Subdominant-Tonart D-Moll nur ein Vorzeichen. Viel wichtiger ist der Blick auf die Intervalle, die in dem Akkord entstehen. Erinnerung, drin sein müssen die kleine Terz und die kleine Sechste. Und nicht drin sein darf die Quinte. Außerdem muss man aufpassen, dass man vom korrekten Grundton ausgeht. Klar, dieser Akkord hier könnte genauso gut B-Dur in der ersten Umkehrung sein, aber das passt nicht in die Kadenz. Der Grundton muss immer die Subdominante in der Kadenz sein, in diesem Fall also, wie gesagt, D. Damit wären wir bei der Aufschreibweise. Hier ein kleines D für D-Moll und obendran die 6 für die Sechste mit einem kleiner Als-Zeichen, denn sie ist ja vermindert. Die kleine Terz muss nicht nochmal extra rangeschrieben werden, die ist ja schon in dem Moll-Akkord mit drin. Kürzer lässt sich der Neapolitaner übrigens auch so aufschreiben, einfach ein kleines N für Neapolitaner obendran an den Akkord oder, wenn man die Funktion beschreiben will, an das S für Subdominante. Zum Schluss bleibt aber natürlich noch die Frage, warum heißt der neapolitanische Sextakkord denn eigentlich so, wie er heißt? Die Antwort ist ganz einfach. An der Oper in Neapel, der neapolitanischen Oper also, haben die Komponisten im 18. Jahrhundert diesen ganz besonderen Akkord so häufig verwendet wie nirgendwo sonst. Immer dann, wenn sie irgendetwas ansatzweise Schmerzvolles, Spannungsgeladenes ausdrücken wollten, kam dieser spezielle Sextakkord. Und dann hat man diesen Akkord irgendwann einfach nach seiner Herkunft benannt. Zum Schluss noch eine absolut leidenschaftliche, schmerzvolle Kadenz mit neapolitanischem Sextakkord in einer sehr starken Orgelregistrierung. Ich hoffe, das Video war hilfreich und der neapolitanische Sextakkord klingt in Zukunft nicht einfach nur seltsam, sondern ist in seiner Entstehung ein bisschen deutlicher geworden. Vielen Dank fürs Zuschauen und für mehr Videos einfach abonnieren und Kanal besuchen.